Jeder weiß, was Sklaverei ist, aus der Schule, aus Fernsehdokumentationen, aus Kinofilmen. Die Abschaffung der Sklaverei gehört zu unserer eigenen, was soll ich mal sagen, ich möchte fast sagen, heiligen Legende. Auf dem Wege hin zur Menschenrechten schafft die westliche Zivilisation die Sklaverei ab und tatsächlich ein gigantischer Fortschritt Richtung Menschlichkeit. Aber für viele ist damit, dass heute Demokratie, Menschenrechte, freie Gesellschaft zählen, das Thema Sklaverei eben auch ein Thema der Geschichte. Das allerdings ist ein ganz großer Irrtum. Die klassische Sklaverei, wie wir sie kennen, wo man also Leute direkt verkauft hat und wie eine Investition, die mag vorbei sein. Die Ausbeutung der Arbeit von Menschen, die selber nicht mitzureden haben, was sie eigentlich tun, was sie verdienen und dazu natürlich die immens große Ausbeutung der Sexualität von Menschen, insbesondere natürlich von Frauen, ist heute verbreiteter denn je in der Geschichte. Ich meine nicht nur zahlenmäßig, weil wir so viele sind, sondern auch statistisch prozentual gesehen ist Sklaverei, ist Menschenhandel, ist der quasi Besitz von anderen Menschen, die ausgebeutet werden, verbreiteter denn je zuvor. Das wird nur deswegen nicht wahrgenommen, weil Klimadebatte und andere Themen alles bestimmen und die ganze Sache etwas unter den Tisch fällt. Für mich ist das Ganze eine ganz, ganz merkwürdige Entwicklung. Denn es gibt einige Dinge, die in unserer Gesellschaft ganz unmittelbar als Verbrechen gelten, wo wir alle nicht nur der Meinung sind, dass das ganz furchtbar ist, sondern sofort nach dem Staat schreien, der dagegen etwas zu unternehmen hat. Da ist zum Beispiel die Vergewaltigung. Gar keine Frage. Das ist eine der schwersten Verletzungen von Menschenrechten. Da muss dringend etwas gegen unternommen werden. Und wenn jemand, der potenziell wieder vergewaltigen könnte, vom Bundesverfassungsgericht oder vom Europäischen Gerichtshof freigelassen wird und nicht mehr sicherheitsverwahrt werden darf, geht ein Aufschrei durch die Gesellschaft. Folter. Wir haben den berühmten Fall da in Frankfurt gehabt. Da ist keiner gefoltert worden. Dem ist nur Folter und noch nicht mal physische Folter angedroht worden. Und der Mann hat also seinen Job verloren und Ähnliches. Und ehrlich gesagt, man mag ja diskutieren im einen oder anderen Fall, ob das geht. Also ich persönlich bin froh, dass ich nach menschlichem Ermessen von unserem Staat nie gefoltert werde. Dass das absolut gilt und nicht nur, solange es irgendwie Sinn macht. Folter ist was ganz Schreckliches. Entführung. Andere Menschen darum zu bringen, selbstbestimmt entscheiden zu können, wo sie sein wollen, sie zu entführen, sie gefangen zu halten, ist etwas ganz Schlimmes. Und jetzt nehmen Sie alles drei zusammen. Sie vergewaltigen Menschen fortlaufend mit der Androhung von Folter, psychisch, physisch, indem Sie den Kindern etwas androhen. Und Sie sorgen noch dafür, dass die nicht da leben, wo sie leben wollen. Sie entführen sie, sie berauben sie ihrer Freiheit. Dann nennt man das Zwangsprostitution und keinen interessiert es mehr. Das ist für mich der merkwürdigste Vorgang der ganzen Geschichte, dass sich Zwangsprostitution aus mehreren Verbrechen gleichzeitig zusammensetzt. Und wenn man das dann gemeinsam benennt und gemeinsam angehen will, dann ist das plötzlich, naja, keiner würde natürlich sagen, das ist gut, aber kein wesentliches Thema mehr. Ich habe in meinem Buch Beispiele angeführt von Frauen, die angefangen haben, sich an dieser Stelle zu engagieren und plötzlich von anderen zu hören bekommen hatten, wo ihre Lebenslust geblieben wäre. Und das wäre doch so toll, dass unsere Gesellschaft im Bereich der Sexualität endlich die Freiheit habe. Es ginge doch um Spaß, als würde man nicht über Zwangsprostitution reden, sondern darüber, ob man mit 17 einen Freund haben darf oder ich weiß nicht was. Nochmal. Es gibt keine Zwangsprostitution ohne Vergewaltigung. Vergewaltigung heißt Sexualität mit jemandem, der nicht einwilligt. Folter bedeutet, Menschen zu bedrohen damit, physisch, psychisch, mit irgendwelchen Konsequenzen, die es hat, wenn sie nicht gehorchen.
oder wenn sie nichts preisgeben oder wenn sie nicht tun, was man will. Und Entführung bedeutet, Menschen zu zwingen, da zu sein, wo man sie haben will und nicht, wo sie selbstbestimmt selber sein wollen. Ohne das gibt es keine Zwangsprostitution. Das war ein typisches Beispiel bei uns in Deutschland mit den Flatrate-Bordellen. Insider haben von Anfang an gesagt, das kann ja gar nicht anders funktionieren als mit Zwangsprostitution. Die Männer bezahlen da also fast gar nichts und kriegen nicht nur gesagt, sie können mit jeder Frau, die da herumläuft, was machen, sondern sie können so in der Werbung, sie stehen für alles zur Verfügung. Mit denen kann man alles machen. Ja, muss also nicht für verschiedene Dinge verschiedene Preise bezahlen. Ja, wie soll denn das gehen, ohne dass die dazu gezwungen werden? Ja, und man hat das also verharmlost von rechts nach links geschoben. Und es ist ja sehr schwer heutzutage auf unseres Gesetzes von 2002, dass Prostitution prinzipiell ein ehrenwerter Beruf ist, kann man immer erst eingreifen, wenn also irgendetwas offensichtlich verbrecherisch läuft. Und es war also nur eine gute Geschäftsidee, bis dann irgendwann über eine ganz andere Ecke, nämlich wie immer über das Steuerrecht, die ganze Geschichte ins Rollen kam und alles genau untersucht wurde und es stellte sich bei dem größten Bordell mit 70 Damen, die dort beschäftigt waren, fest, dass keine einzige von denen freiwillig da waren. Inzwischen sitzen die Herren, die das betrieben haben, noch nicht ganz unter Schloss und Riegel, sondern in Untersuchungshaft. Aber das hat dann eben am Ende bewiesen, die Experten haben von vornherein gesagt, wenn ein Laden verspricht, alles, was ihr euch wünscht, wird da gemacht, ja, dann geht das nicht auf freiwilliger Basis. Und es gibt genügend Berichte, das können sich heute ja alles im Internet angucken, etwa auf den Webseiten der Freier, wo die beschreiben, was sie dann gemacht haben, wenn jemand nicht das wollte, was sie wollte, dann sind sie eben zum Besitzer gegangen und haben gesagt, ich habe dafür bezahlt. Und ja, merkwürdigerweise war die Dame dann 10 Minuten später doch bereit dazu. Sicher nicht aufgrund eines netten Gespräches oder aufgrund der Geschäftsbedingungen. Es gibt keinen ertragreicheren Wirtschaftszweig der Welt als den Menschenhandel. Ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen, sagen alle Experten. Die Zahlen variieren ein bisschen wie immer. Geringe Startkosten, unglaublich hohe Profite, starke und ständig wachsende Nachfrage, ich komme gleich noch darauf zurück, sehr geringes Risiko und eine breite Verteilung der Gewinne an allen Beteiligten. Das unterscheidet den Menschenhandel etwa von Drogenhandel. Im Drogenhandel geht die Masse des Gewinns an ganz, ganz wenige an der Spitze. Der Menschenhandel ist eine Art von Verbrechen, von dem sehr viele auf großer Breite profitieren und die dann da auch gerne mitmachen. Nun könnte ich natürlich schon in dem Buch 600 Seiten, 1000 Seiten füllen, wenn man nur all die Verästelungen untersucht, die hier eine Rolle spielen müssten. Der Menschenhandel ist ein Hauptmotor der Korruption weltweit. Ich werde ganz kurz darauf zu sprechen kommen. Menschenhandel funktioniert nicht mit ein bisschen Korruption, sondern nur mit Korruption im ganz großen Stil. Erinnern Sie sich daran, dass der Deutsche Bundestag in seinem Untersuchungsausschuss einen Fall untersucht hat, wo 17.000 Visas an Damen ausgegeben wurden, die alle nicht freiwillig unterwegs waren und das in einer deutschen Botschaft. Da können Sie sich vorstellen, wie schnell Sie an Visa in einer rumänischen oder ukrainischen oder ich weiß nicht was Botschaft kommen. Menschenhandel ist die Haupteinnahmequelle von Bürgerkriegsarmeen. Gelänge es, den Menschenhandel einzudämmen, würden sie solche üblen Folgeerscheinungen mit ziemlicher Sicherheit gleich mit eindämmen. Der Menschenhandel finanziert die Waffen und die Waffen werden dann gleich wieder von Kindersoldaten benutzt, die ein Teil des Menschenhandels sind. Aber auch religiös daherkommende fundamentalistische Bewegungen gehören hierher, wie zum Beispiel die Taliban, die Weltmeister darin sind, ihre eigenen Frauen zu verschleiern, aber andere Frauen in die Zwangsprostitution zu schicken und damit ihre Terrormaßnahmen zu finanzieren. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Selbst so etwas, wo es ja die bösen anderen sind, die etwas machen, wird selten zur Sprache gebracht. Dass die Taliban im Drogengeschäft sind, das weiß man. Dass die Börsenspekulationen machen, das weiß man. Dass sie in diesem Bereich tätig sind, das weiß man im Regelfall nicht. Ich habe gerade einen Fall studiert, eines Terroristen der Hisbollah, der in Wien im Gefängnis saß und vom Gefängnis aus per Handy einen großen
Menschenhandel, Prostitutionsring leitete. Vom Gefängnis aus alles zur Ehre der eigenen Religion und des religiösen Terrors. Als der Fernsehmoderator Michel Friedmann 2003 im Zuge von zufälligen Ermittlungen gegen Frauenhandel in Flagranti zusammen mit mehreren Zwangsprostituierten aus der Ukraine beseucht von der Russenmafia verhaftet wurde, war die Aufregung wegen seines Kokainkonsums, der ja immerhin nur ihn selber kaputt macht, ja, viel, viel größer als die Aufregung über die Zwangsprostitution. Und er hat sich ja eigentlich in vorbildlicher Weise öffentlich entschuldigt. Er hat wohl auch etliches in seinem Leben grundsätzlich geändert. Bei seiner Frau, bei allen möglichen, bei den Zwangsprostituierten hat er sich nie entschuldigt, obwohl ähnliche Organisationen wie Mission Freedom ihn mehrfach dazu aufgefordert haben. Was muss man sich bei denen entschuldigen? Das sind ja, so wirkt es jedenfalls, eigentlich keine Menschen. Und das ist, zeigt etwas über unsere Gesellschaft, dass Kokain zu nehmen eine größere Schlagzeile wert ist, als mit Zwangsprostituierten angetroffen zu werden. Das wurde halt verbucht unter, wenn man nicht gerade eine konservative christliche Ehe führt, dann hat man eben auch mal sexuelle Kontakte mit anderen. Und dieses Zwangselement fiel praktisch unter den Tisch. Wie viele Menschen sind denn insgesamt betroffen? Eigentlich hat sich in der Wissenschaft eine ziemlich stabile Zahl durchgesetzt in völlig unterschiedlichen Untersuchungen. Die ausführlichsten hat ein Inder Siddhartha Kara durchgeführt, der auf 28,2 Millionen Menschen kommt, die versklavt sind, um unmittelbar Gewinn mit ihnen zu machen. Also ist gar keine Frage, es gibt natürlich noch mehr Menschen, die um ihre Freiheit gebracht werden. Familienmitglieder und was weiß ich, aber die zur Ausbeutung ihrer Arbeitskraft, auch ihrer Sexualität, 28,2. David Batson schätzt etwa 30 Millionen. Kevin Bale, das sind die drei großen Forscher, 27,3 Millionen. Also irgendwo in diesem Bereich ist das anzusiedeln. Was allerdings sehr gerne dabei unterschlagen wird, ist diese Zahlen beziehen, warum auch immer, ist mir völlig schleierhaft, die Kinderarbeit nicht mit ein. Ja, die liegt nämlich wesentlich höher. Da gibt es offizielle Zahlen der UN bzw. der Internationalen Arbeitsorganisation, die Teil der UN ist, die die Zahl der Kinder in Kinderarbeit mit Sklaverei oder sklavenähnlichen Verhältnissen auf 215 Millionen schätzt. Das ist also fast das Zehnfache der anderen Zahlen. Und eigentlich gehört das hier natürlich rein. Aus politischen Gründen wird das immer getrennt verhandelt. In der Realität ist dann nur der Altersunterschied. Das organisierte Verbrechen des Menschenhandels unterscheidet sich in drei Bereichen von anderen normalen Wirtschaftszweigen beziehungsweise auch von anderen Kriminellen. Von normalen natürlich, es geht erstens um ein illegales Wirtschaftsgut. Die Sache, die betrieben wird, ist illegal. Deswegen machen es andere eben nicht. Deswegen hat VW oder ich weiß nicht, eine DAX-Firma das nicht im normalen Programm mit drin, um damit auch noch ein bisschen was zu verdienen. Und deswegen zweitens unabdingbarer Einsatz von Gewalt. Die Menschen, die ausgebeutet würden. Es gibt natürlich eine Menge anderer Druck noch. Frauen auf Afrika werden mit Voodoo und mit Zauberei und mit was weiß ich was allem bedroht. Also jedes Mittel ist eigentlich recht. Aber das alles alleine würde nicht helfen, wenn nicht auch die unmittelbare Gewalt angedroht und angewendet würde. Drittens, großflächige Korruption. Sie können sich vorstellen, wenn hier in Deutschland eine Firma mit einem Großauftrag hat, mit einer Großbaustelle, auf der 3000 Leute arbeiten, von denen die Hälfte per Menschenhandel illegal hier sind, dass das nicht geht, wenn keiner bestochen worden ist. Das ist einfach so. Ja? Also blöd sind die Leute dann nur auch nicht, dass das nicht irgendjemandem auffällt und dass dann was in Rollen kommt. Da muss also immer irgendwelche Korruption im Spiel sein. Ein überdurchschnittlich hoher Gewinn, ich komme da gleich nochmal zurück, und natürlich zuletzt Verschleierung der wahren Sachverhalte und
Besitzverhältnisse. Das ist der ganz große Unterschied des Menschenhandels und der Sklaverei heute gegenüber früher. Auf dem Papier besitzt keiner irgendeinen Menschen. Die Regelung dafür, einen anderen Menschen zu besitzen, wie das eben früher möglich war, die sind alle, da sind überall die Schotten so dicht, da gibt es so wenig Möglichkeiten. Also wenn das jemand schriftlich irgendwo niedergelegt hätte, ich besitze dich, da würde sehr schnell irgendetwas passieren. Die wahren Besitzverhältnisse sind verschleiert. Und das bedeutet auch nicht nur, dass man einfach die Unterlagen nicht findet, sondern dass es tatsächlich oft ganz schwer zu sagen ist, ja, ich möchte einen Schritt weiter gehen, manche Zwangsprostituierte etwa, hier in Hamburg gibt es eine eigene Untersuchung dazu, selber gar nicht wissen, wem sie eigentlich gehören oder für wen sie arbeiten. Ja? Also zum Beispiel in diesem Fall in Wien, einem Islamisten, der das mit Handy betrieben hat, da hat man etliche derer befragt, die da mit involviert waren und für die das natürlich in Bezug auf ihre Religion ein großer Schock gewesen wäre. Und keiner hatte irgendeine Ahnung, für wen er da eigentlich wirklich arbeitet. Die Besitzverhältnisse sind auch ganz schwer nachvollziehbar. Ich werde das wahrscheinlich nochmal erwähnen, wenn die Zeit reicht, dass der moderne Menschenhandel auf die Besitzverhältnisse nicht so viel Wert legt, weil er in der Form, wie wir ihn heute haben, auch nur durch unsere heutige Mobilität zu erklären ist. Also ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Die Polizei kriegt hier in Hamburg also einen Tipp, dass in dem und dem Bordell überwiegend Zwangsprostituierte beschäftigt sind. Normalerweise muss das schon noch konkreter sein, sonst kann man nicht einfach hingehen und untersuchen. Ja? So. Dank der Korruption kommt dieser Tipp natürlich ans Bordell selber. Und was machen die? Die setzen alle Betroffenen schlicht und einfach ins Flugzeug. Wenn die Polizei ankommt, sind die nur nicht gerade da, was heute nicht unbedingt viel bedeuten würde. Ja? Wenn man wenigstens nur schon mal Bilder, Foto hat, kann man heute scannen und was weiß ich. Sie sind schlicht und einfach nicht mehr in Deutschland. Und damit ist unsere Rechtsprechung auch schon wieder am Ende, weil damit natürlich keine Zeugen mehr zur Verfügung stehen. Und man kann also noch nicht mal eine Anzeige, geschweige denn einen Prozess anlaufen lassen. Derweil ist im selben Moment, wo die in den Flieger gesetzt worden, ein Anruf in Rumänien, in Bulgarien irgendwo getätigt worden und bestellt worden, wir brauchen 10 Schwarzhaarige über 20 und so weiter. Das hat man heute alles belegt, da wird eine Bestellung aufgegeben und innerhalb weniger Stunden sitzen die schon wieder im Flieger und kommen hierher. Auch da muss natürlich die Korruption nachhelfen. An dieser Stelle möchte ich einen kleinen Exkurs gleich machen. Eines der größten politischen Probleme, die wir haben, hat etwas mit dieser Thematik zu tun. In Deutschland, in vielen Ländern, wird die Frage des Menschenhandels immer noch im Rahmen der Einwanderungspolitik diskutiert. Die absolute Masse der Menschen, die in Sklaverei leben und arbeiten, auch der Zwangsprostituierten in Deutschland, sind legal hier. Also wenn Sie meinen, durch eine restriktive Einwanderungspolitik oder wie es bei uns üblich ist, die Betroffenen so schnell wie möglich auszuweisen, ändern Sie an der Menschenhandelsproblematik praktisch gar nichts. Aber es ist eine ganz unangenehme Sache, dass diese beiden Themen so eng miteinander verknüpft sind. Ja, das merkt man also zum Beispiel, wenn es darum geht, das wird hier, wenn das Haus eröffnet wird, ein ganz unmittelbares Problem werden, wenn man also die Menschen betreuen will und sie sind eben von der Abschiebung bedroht. Das Einzige nach deutschem Recht, was ermöglicht, dass sie hier bleiben, ist, dass sie Zeugen in einem Prozess sind. Das ist aber natürlich eine sehr wackelige Angelegenheit. Weil die Frage ist, werden sie überhaupt als Zeuge aufgestellt? An welcher Stelle ist der Prozess? Ich habe in meinem Buch mehrere Fälle beschrieben, was da so schief gehen kann. In einem Fall wurde eine Richterin pensioniert, das hatte die sich ein bisschen spät überlegt. Sonst hätte das gleich ein anderer Richter übernehmen müssen. Dann musste mit einem neuen Richter der Prozess neu aufgerollt werden. Das dauerte 3 Wochen. In den 3 Wochen war der Anklagte offiziell nicht angeklagt. Und unsere Behörden haben alle Zeugen in diesen 3 Wochen abgeschoben. Als der Prozess wieder anfing, hat er gleich wieder aufgehört, weil alle Zeugen weg waren. Ja? Das ist also ein Riesenproblem,
weil das Ganze unter dem Blickwinkel der Einwanderung gesehen wird. Ja? Und man sagt, also diese, ich sag mal, Afrikaner oder wen es dann betrifft, die wollen wir hier gar nicht. Und man versucht, das Problem darüber zu lösen, dass man die möglichst abschiebt. Solche Versuche gibt es auch in einigen Bundesländern, gegen solche Bordelle vorzugehen, indem man einfach guckt, wer ist nicht legal hier und den abzuschieben. Ich sage mal, das hat heutzutage aufgrund der Mobilität und der Korruption verhältnismäßig wenig miteinander zu tun. Es gibt natürlich, und dazu kommt natürlich die Problematik der EU. Wenn Sie in die Zahlen reingucken, was Prostituierte betrifft, sind Rumänien und Bulgarien ganz oben auf der Liste. Rumänien ist Mitglied der EU. In Kürze werden alle Bestimmungen, Regelungen, Schengen und was weiß ich mit Rumänien gelten. Einige Sachen sind noch ein paar Monate ausgesetzt, aber irgendwann ist das alles völlig normal. Und da Prostitution bei uns ja ein normaler Beruf ist, kann jeder Bürger der EU, der in Rumänien wohnt, natürlich hier seinem Beruf nachgehen. Und da ist dann mit Einwanderungspolitik, um diese Sache anzugehen, natürlich überhaupt nichts zu gewinnen. Die EU hat witzigerweise, na ich sag witzigerweise, idiotischerweise muss man eigentlich sagen, längst eine Richtlinie verabschiedet im Jahr Anfang 2011, in der verbindlich festgeschrieben ist, dass jedes EU-Land die Möglichkeit schaffen muss, dass Betroffene, die aussteigen wollen, längerfristig im Land bleiben können, zumindest bis beratende Betreuungsorganisationen die Beratung und Betreuung für abgeschlossen halten. Ja, ich habe gesagt, das wird Mission Frieden natürlich auch in dem Heim dann sehr unmittelbar betreffen. Können Sie sich vorstellen, Sie arbeiten mit jemandem, plötzlich gibt es also einen Anruf, der Prozess ist geplatzt und die müssen über Nacht weg. Im Regelfall gibt es in den Heimatländern keine weitergehende Betreuung. Es gibt eine zunehmende internationale Vernetzung, um das sicherzustellen, aber normalerweise funktioniert das nicht so ohne weiteres. Oder können Sie sich natürlich im Übrigen vorstellen, dass wenn Sie jetzt Menschen aus bestimmten Ländern haben und die zurückkommen, die werden natürlich dort von denen, die Sie hierher geschickt haben und die sich eine goldene Nase verdienen, gleich wieder einkassiert. Das ist ganz ähnlich wie im Sudan, wo wohlmeinende Menschen Sklaven freikaufen und im Regelfall sind die eine Woche später, also die werden bombastisch übergeben, die Leute nehmen das Geld. Und eine Woche später sind sie eben wieder in der Sklaverei, weil ja keiner überprüfen kann, ob die jetzt wirklich frei leben. Ja? Deswegen hat die EU theoretisch ganz richtig reagiert, indem sie gesagt hat, es muss die Möglichkeit geben, dass die Betroffenen bei uns bleiben, betreut werden, die rechtlichen Vorbedingungen geklärt werden. Und nur wenn sichergestellt ist, dass sie in Freiheit zurückkehren können und nicht sofort wieder im Kreislauf sind, man dann darüber spricht, dass sie zurückkehren. Aber bisher hat kein einziges EU-Land es für nötig befunden, überhaupt nur einen Vorschlag vorzulegen, wie diese Richtlinie umgesetzt wird. Das wird noch ganz lustig, weil Sie wissen ja vielleicht, dass solche EU-Richtlinien nach 2 Jahren, wenn keiner was tut, automatisch Rechtskraft bekommen, was dann passiert. Ich hoffe ja, dass der Bundestag und die Bundesregierung vorher auf diese Thematik einschwenken und da ein vernünftiges Gesetz schaffen. Was sind die Gründe für das fehlende Risiko, der Hauptfaktor dafür ist, dass das Ganze ein so gutes Geschäft ist? Denn Sie wissen ja, ob es nur die Börse oder was auch immer ist, ein wirklich guter Gewinn ist nicht nur ein hoher Gewinn, sondern ein möglichst risikoloser Gewinn. Ja? Wenn ich 2 Dinge parallel anlaufen lasse, hochrisikös und eins gewinnt und eins verliert, dann habe ich zwar an einer Stelle vielleicht einen großen Gewinn gemacht, aber aufs Ganze gesehen stehe ich so vor wie daher. Punkt 1, nach Siddhartha Kara, das fehlende Risiko liegt daran, dass es um die Definition von Menschenhandel und die Aufgabe der Strafverfolgung große Verwirrung bezüglich der Definition existiert, sodass die illegale Migration, ich habe das schon ausgeführt, stärker im Mittelpunkt steht als die Gewalt, der Zwang und die eigentliche Sklaverei. Das bedeutet natürlich auch,
dass die Dinge, die etwa, wenn jetzt die Polizei eine Haussuchung irgendwie macht, die Dinge, die überprüft werden, oft die falschen Dinge sind. Man hat dann aktenkundig Dinge, die man im Strafrecht nicht unbedingt verwerten kann, und die, die man verwerten könnte, hat man gar nicht abgefragt. Zweitens, Korruption bei Strafverfolgungsbehörden, Lockerung der Grenzkontrollen und unterschiedliche Rechtssysteme. Das ist vor allen Dingen natürlich auch eine Kritik hier bei uns in Europa an den ganzen Schengen-Abkommen, wo man eine Menge guter Sachen gemacht hat, eine Menge Sachen, die dem normalen Bürger nützen. Man hat aber gleichzeitig sehr, sehr wenig getan. Das gilt nicht nur für den Menschenhandel, schlägt hier aber am allerstärksten durch. Man hat sehr wenig getan angesichts des Umstandes, dass damit ja nun auch Verbrecher etwas leichter über die Grenze hin und her kommen. Nicht nur nette Touristen. Drittens, fehlende internationale Kooperation und Koordination. Die Menschenhändler sind längst international vernetzt. Ich habe in meinem Buch ein Beispiel beschrieben für so ein großes internationales Netz. Ich habe also Fotos gemacht an ganz unterschiedlichen Plätzen in der Welt, wo immer dieselben teuren Taschen verkauft werden, die natürlich Fälschungen sind, immer von dunkelhäutigen Menschen. Das finden Sie beim Schiefen Turm zu Pisa und das finden Sie in Berlin, das finden Sie also in Europa überall, aber das finden Sie auch in Bangkok, das finden Sie in New York. Überall auf der Welt werden Ihnen diese Taschen angeboten. Und das gilt als ein Musterbeispiel für eine internationale Vernetzung, weil die, die diesen gigantischen Menschenhandel organisieren, die Menschen, denen Sie da eine Tasche abkaufen, haben davon gar nichts. Ja? Wenn die Sie so bedrängen, unbedingt zu kaufen, dann nicht deswegen, weil die unbedingt was verdienen wollen, sondern weil die wieder mit Gewalt und Zahlungen und was weiß ich bedroht sind, wenn sie nicht genügend Tagesumsatz machen. Die Taschen hergestellt werden wie alle Fälschungen und Billigprodukte, na alle vielleicht nicht, aber die große Masse in China. Ja? Das heißt, Sie können sich jetzt vorstellen, was das für eine Maschinerie ist, wenn Sie weltweit in allen Großstädten Menschen haben, die die Dinger verkaufen und müssen jetzt die aus den Fabriken, die die nur zu diesem Zwecke herstellen, dahin bringen. Das ist ein gigantisches Industrieunternehmen mit unglaublichen Gewinnen. Und es gibt im Prinzip immer noch keine internationale Kooperation und Koordination. Es gibt sie noch nicht mal innerhalb der EU. Wenn Sie also Deutschland und Frankreich meinetwegen nehmen und irgendwelche Bordelle wandern, ich habe erwähnt, dass die Prostituierten viel rumgeschickt werden, es gibt aber auch komplette Bordelle, wo gleich derjenige, der das Ganze betreibt, mitwandert oder einfach ausgetauscht wird. Hamburg, Paris wird einfach ausgetauscht und dann ist für unsere Strafverfolgungsbehörden zunächst mal alles am Ende. Menschenhandel ist heute aber eine globale, eine internationale, keine nationale Größe und ist auf nationaler Ebene nicht mehr zu bekämpfen. Das gilt übrigens nicht nur für den Staat, sondern das gilt natürlich auch, wie jeder, der ein bisschen damit zu tun hat, weiß, das gilt natürlich auch für die Beratungsinstitutionen, für die sogenannten NGOs, für Gruppen, die sich für die Betroffenen einsetzen. Die müssen dann natürlich auch mithalten, dass die oft eben verschoben werden, dass die oft ausgewiesen werden und was es da alles für Dinge gibt. Und da muss man mithalten, dass möglichst an dem Tag, wo die in einem anderen Land ankommen, da schon gleich wieder jemand ist, der sich auch um sie kümmert. Ihr habt ja gute Voraussetzungen dafür, weil ihr schon das ein oder andere Mal außerhalb von Deutschland wart und den einen oder anderen da kennt. Ohne das geht das heute nicht, dass man Freunde auf aller Welt hat, die sich auch beim selben Thema engagieren. Fehlender Schutz der Opfer ist ein Grund für das fehlende Risiko. Außer, ich sagte schon, für die Zeugenaussage gibt es eigentlich keine Vorkehrung, was mit ihnen passiert. Ineffektive Gesetze, die vor allem kaum die Chance nutzen, den Menschenhändlern finanziellen Schaden zuzufügen. Das ist das Einzige, was da überhaupt irgendwelchen Sinn macht. Und bei uns gibt es da so sinnige Sachen, dass dann Zwangsprostituierte selber für Schadensersatz klagen müssen und dann ausgerechnet wird, was die zu kriegen haben. Und das sind also das Einzige, was funktioniert weltweit, ist wirklich, sofern man es überhaupt kennt, das Vermögen, die Vermögenswerte einzuziehen.
und schließlich fehlende und schleppende Durchsetzung des Verbots. Ich möchte bei uns mal ein bisschen die Polizei in Schutz nehmen, die man als Erste sieht, als diejenige, die nicht genug tut. Aber die haben ja noch nicht mal genügend Leute, um den Verkehr zu regeln, geschweige denn, sowas nachzugehen. In Berlin gab es also die Forderung einer Partei jetzt im Wahlkampf 500 Polizisten mehr. Ich weiß nicht, was die mit 500 wollen. Ja, also 5000 wäre wahrscheinlich eine realistischere Zahl, was die brauchten. Und jede Statistik zeigt, dass schon nur bei ganz normalen Einbrüchen und Ähnliches es ein Verhältnis gibt zwischen der Zahl und der Präsenz der Polizei in der Öffentlichkeit. Ja. Und diese Forderung 500 Polizisten, die hat im Wahlkampf überhaupt keine Rolle gespielt. Es hat keinen interessiert, was ich überhaupt nicht verstehe, weil es sind ja am Ende die normalen Bürger, die wählen, die dann auch mit den Verbrechen konfrontiert werden. Ja? Nicht die Politiker hinter, naja, lassen wir das. Und irgendwie ist das also doch etwas abgestumpft. Und das macht sich natürlich hier auch bemerkbar, wenn es überhaupt gar keine Präsenz der Polizei gibt und die kann sie personell überhaupt nicht leisten, wenn es keine stehenden Kontakte auch der Opfer, der Betroffenen gibt, weil das oft eine entscheidende Frage ist, wenn die an den Punkt kommen, dass sie bereit sind, entweder auszusteigen oder auszusagen, dann ist ja die entscheidende Frage, ob sie überhaupt jemanden kennen. Und das muss also entweder auf Seiten der Strafverfolgungsbehörden sein, das funktioniert aber dann nur, wenn die Polizei oder empfehlenswerte dann eben Polizistinnen etwa im Rotlichtviertel ganz normal präsent sind und man die eben auch schon persönlich kennt, vom Gesicht her kennt. Dasselbe gilt natürlich für die Beratungsorganisationen auch. Die meisten Menschen, die sich in ihrer Not, in dieser Zwangslage an jemanden wenden, wenden sich logischerweise an jemanden, den sie kennen, dem sie vertrauen. Ich würde jetzt gerne sehr viel zum Menschenhandel in Europa sagen, weil ich immer wieder Leute antreffe, die denken, ja, das ist ja alles weit weg, woanders ist es bestimmt ganz schlimm. Wir können uns beruhigen, statistisch gesehen ist der Menschenhandel zur Ausbeutung der Arbeitskraft in Asien verbreiteter als in Europa. Sind wir also ganz beruhigt, zwar nicht wesentlich, aber immerhin. Statistisch gesehen ist der Menschenhandel zur Ausbeutung der Sexualität nirgendwo verbreiteter als im Kern Europa, das heißt auch bei uns. Ja? Wo die Menschen herkommen, das ist unterschiedlich, obwohl wir auch eine zunehmende Zahl von Leuten vor Ort haben, das heißt auch bei uns. Wen nur das dann schließlich erschreckt, muss ich im Klaren darüber sein, es sind inzwischen auch viele Menschen mit deutschem Pass betroffen. Also wo die herkommen, das ist international, aber wo sich das prozentual nach Kopf der Bevölkerung gerechnet massiert, ist nun mal Europa. Und wenn Sie also die Zahlen von Europol lesen, wo die Situation am schlimmsten ist, da werden Sie feststellen, dass Deutschland zu den 5 schlimmsten Ländern der Erde gehört. Die Deutschen wähnen das alles weit weg und sagen, bei uns, wir sind doch ein Rechtsstaat, das funktioniert alles. Die Realität ist leider eine ganz andere. Aber wie gesagt, ich will Ihnen jetzt nicht 1000 Zahlen da benennen. Ich würde gerne noch eingehen auf die Täter. Auch hier ein wesentlicher Unterschied zu anderen Kriminalitätszweigen. In diesem Bereich sind es überwiegend sehr distinguierte Damen und Herren, sehr viele Akademiker. Das ist hier eine klassische White-Collar-Geschichte, weil die Frage, ob sie Beziehungen haben, ob sie Korruption durchführen können, eine viel größere Rolle spielt. Irgendjemand, der die Frauen dann mit Schlägen bedroht, den finden sie immer. Ja? Aber unter Kontrolle haben das ganz andere Menschen, die Sie im Alltag überhaupt nicht erkennen würden. Es fallen weltweit jährlich an unmittelbarem Gewinn, ich rede nicht vom Umsatz, von Gewinn, 1 Gesamtzahl von etwa 153 Milliarden Dollar an Gewinn. Ja, die Gewinnspanne im Menschenhandel zwischen dem, was man investieren muss an Geld, aber auch an Arbeitszeit, an Manpower, liegt bei
40%. Das heißt, die Gewinnspanne ist 60%. Das gibt es bei keinem anderen Wirtschaftszweig der Welt. Wenn das eine legale, eine gute Sache wäre, sie würden alle sofort da mitarbeiten. Kein Mensch würde irgendwelches Geld mehr in Aktien anlegen. Das ist also hier unübertroffen. Wenn Sie 1 Milliarde investieren, dann haben Sie hinterher, dann haben Sie wenigstens 600 Millionen wieder heraus. Die Geschwindigkeit ist ungeheuer. Wenn Sie Geld investieren in einer Prostituierten, dann haben Sie nach schätzungsweise 1 Jahr bereits 60.000 Dollar wieder raus. Die bekommt natürlich selber zu wenig, aber kommt ein bisschen was. Sie müssen alles mögliche andere unterhalten, aber das ist so in etwa. Und Sie können sich vorstellen, dass das natürlich mit eine Rolle spielt bei diesem Verschiebebahnhof, dass es viel billiger ist, eine Zwangsprostituierte auch einfach mal zu streichen und sich eine neue zu besorgen, die sich dann entsprechend schnell wieder amortisiert hat, als sich in irgendeinen Rechtsstreit mit Behörden einzulassen, ob diese bestimmte Frau nun hier sein darf oder nicht. Der unmittelbare Verkauf von Menschen, das heißt, das, was die Leute meistens zunächst mal unter Menschenhandel verstehen, ist zwar sehr ertragreich, aber das Erschreckende ist, ein Mensch, der weiterverkauft wird, kostet derzeit 1.895 Dollar. Das liegt daran, dass man so schnell welche bekommt, so viele zur Verfügung stehen, und bei dem Preis können Sie sich vorstellen, besorgen Sie sich lieber Nachschub, als das festzuhalten. Das war eben in der früheren Sklaverei ganz anders. Da war der Sklave selber ein Vermögenswert und man hat darum gekämpft, ihn zu behalten. Heute ist der gehandelte Mensch, der mit Gewalt unterdrückte Mensch, ist praktisch der billigste Faktor bei der ganzen Sache. Der ist ein ganz klein bisschen teurer als die Flugkosten, ihn hin und her zu schieben. Der durchschnittliche Gewinn pro Sklave inklusive Kinderarbeit liegt, wie gesagt, bei 60.000 Dollar pro Jahr, die sich eben auch sofort amortisieren. Was ist nun angesichts dieser Tatsache der Hauptmotor für diese ständig noch zunehmende Ausbreitung, insbesondere der Zwangsprostitution? Da gibt es eine verhältnismäßig einfache Antwort. Als ich anfing, mich damit mal zu beschäftigen, dachte ich, naja, das sind so typisch materialistische Menschen, die alles nur mit Geld berechnen. Heute würde ich sagen, das stimmt im Wesentlichen. Hauptmotor ist der Preisverfall. Wenn Sie einen Markt vergrößern wollen, ja, also nehmen wir iPhone, Schleichwerbung, ja, und es gibt Ihnen nicht genug, die kaufen, dann müssen Sie das plötzlich zum Drittelpreis anbieten. Jetzt ist die Frage, rechnet sich das? Das hängt also an Ihrer Investition. Ja? Wenn dann das Handy billiger ist, als was Sie investieren, rechnet sich das nicht. Ja? Nur haben wir aber gehört, die Investitionskosten sind verhältnismäßig gering. Hinter der Zwangsprostitution steht international als Motor, dass die Kosten für einen Besuch bei einer Prostituierten weltweit ständig am Fallen sind. Ja? Und das bedeutet gerade in ärmeren Ländern, dass eine immer größere Masse von Menschen sich das mal leisten kann. Vielleicht auch nur mal und scheinbar nur zum Spaß, aber die Gesamtzahl geht eben ständig weiter nach oben. Das aber drückt wieder auf die Prostituierten selber. Die unabhängigen, freien Prostituierten, die das als Lebensunterhalt haben, können bei den Preisen immer weniger mithalten. Die anderen werden bei den Preisen nicht gefragt. Da kann man die Preise drücken. Und deswegen brauchen Sie sich bei so einem Flatrate-Bordell eben nur die Preise anschauen, dann wissen Sie, wie das funktioniert und dass Sie für die möglichen Gewinne, die es da noch geben kann, vermutlich niemanden mehr finden, der das freiwillig tut. Ich rede jetzt aufgrund unserer Gesetzeslage, das
wer sich freiwillig prostituiert, einem normalen Beruf nachgeht. Nur trotzdem muss bei dem ja ein gewisser Stundenlohn herauskommen, gewisses Einkommen herauskommen, weil er ja davon leben will. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, da die ganze Sache freiwillig ist, hört er ja damit auf. Ja? Das ist eine Entwicklung, die läuft weltweit ab und die beschert uns, ich bin also seit vielen Jahren immer wieder in Bangkok, und wenn man sich das in Bangkok anguckt, das sind so die Preissetter international. Da ist also der Preis inzwischen nur noch ein Zwanzigstel von dem, was üblich war vor 20 Jahren. Bei uns drückt noch ein bisschen steuerliche Abgaben etc. etc. Wie gesagt, ich habe früher mal gedacht, also das klingt mir zu materialistisch, da gibt es doch sicher. Es gibt natürlich auch moralische Aspekte, die eine Rolle dabei spielen. Je weniger es überhaupt irgendwelche moralischen Maßstabe im Bereich Sexualität gibt, wenn jeder, der nur irgendwelche kritischen Anmerkungen macht, sofort als Spaßverderber gilt, weil das doch alles so wunderbar ist, das hilft natürlich nicht gerade. Aber dieser finanzielle Aspekt spielt eine ganz zentrale Rolle und deswegen sagen alle Experten voraus, dass auch bei uns das Problem noch erheblich zunehmen wird. Nun ist das alles eine fürchterliche Lage und eine fürchterliche Lage angesichts des Umstandes, dass eigentlich die Gesetzeslage klar ist. Mit dem derzeitigen Prostitutionsgesetz ist es ein bisschen schwieriger, sowas zu verfolgen, aber der eigentliche Menschenhandel, die ist die Gesetzeslage vollkommen klar im internationalen Recht, im europäischen Recht, im deutschen Recht. Eine völlig eindeutige Geschichte. Etwas, was jeden normalen Bürger empört, auch das ist eigentlich vollkommen klar. Nichtsdestotrotz fehlt ganz offensichtlich das, was zum Beispiel beim Thema Kinderpornografie irgendwie noch vorhanden ist. Bei Kinderpornografie ist auch die große Frage, wie bekämpft man das, wie macht man das, aber es gibt einen breiten gesellschaftlichen Konsens, das wollen wir nicht. Und jemand, der mal am Kaffeetisch erzählt, dass er damit zu tun hat und ein paar Bilder rumreicht, der kann im Regel damit die Kaffeerunde nicht erheitern, sondern seine Freunde werden hell entsetzt sein. Ja? Was ich mir als allererstes wünsche, ist ein ganz ähnlicher Konsens, wenn es um diese Thematik geht. Und den haben wir im Moment nicht. An vielen Stellen kann man erzählen, dass man in solchen Bordellen gewesen ist, kann erzählen, an welchen Kennzeichen man gemerkt hat, dass das nicht freiwillig geschieht, ohne dass es zu einem solchen Entsetzen kommt. Aber ist ja alles schön und gut. Die Frage ist, was tun wir? Ich überspringe jetzt mal die politische Schiene. Die ist zwar ganz zentral, die steht jetzt wieder ganz unmittelbar an. Wo immer Sie auch nur den geringsten Einfluss in die politische Welt haben, nutzen Sie ihn, das deutlich zu machen. Wir haben eine EU-Richtlinie, die eigentlich aufs Ganze gesehen sehr gut ist. Die sollte jetzt umgesetzt werden und Deutschland hätte die Chance, wenigstens an dieser Stelle seine Hausaufgaben zu machen. Aber Sie können verstehen, aufgrund all dessen, was ich gesagt habe, dass zumindest im Moment private Organisationen, die hier einspringen, unverzichtbar sind. Sie sind unverzichtbar, weil anders an Mittel nicht heranzukommen ist. Die Mittel stehen öffentlich nicht zur Verfügung, um Menschen zu beraten. Die Menschen, um die es geht, sind im Regelfall, da sie oft wissen, dass welch eine große Rolle Korruption spielt, äußerst zurückhaltend mit irgendwelchen staatlichen Behörden zusammenzuarbeiten. Wenn sie aus, sagen wir mal, Rumänien kommen, dann sowieso, weil da ist das Übliche, wenn ein Betroffener zur Polizei geht und das meldet, ruft die Polizei gleich beim Besitzer oder bei wem auch immer, beim Manager an und meldet, die ist hier und der kommt vorbei und holt die ab. Also den kann man 100-mal erzählen, die deutschen Polizisten sind anders, hoffentlich. Die Erfahrung ist einfach da, aber es ist auch bei uns so. Und deswegen, wenn denn irgendjemand aussteigen möchte, braucht er Ansprechpartner im privaten Bereich. Das Zweite ist, dass wer immer Betroffenen helfen will, im Gespräch mit ihnen so tief ins persönliche Leben eingreift, dass das staatliche Behörden einfach nicht leisten können. Ja?
Das ist wirklich, also da muss natürlich, da kommt nicht nur die ganze Familiengeschichte, da kommen übelste Erfahrungen und so weiter und so weiter und so weiter. Und das ist eine so ganzheitliche Sache, dass eben jede Erfahrung auch zeigt, das ist nicht mal mit 5 Minuten am Tag telefonieren getan, sondern das Eigentliche, was notwendig ist, ist eine ganzheitliche Hilfe, in der Menschen sich erstmal wohl und sicher fühlen, oft auch erstmal im Geheimen, sodass gar keiner weiß, wo das ist, und sie nach diesen Erfahrungen erstmal irgendwie wieder herunterkommen, anfangen können, klar zu denken. Sie brauchen oft Wochen, manchmal Monate, um sich klar zu werden, ob sie aussteigen wollen oder nicht. Es ist eine hochkomplizierte Frage, ob sie rechtlich vorgehen wollen, bei uns fast gezwungen, weil wenn sie keine Zeugen sind, dann müssen sie ja gehen. Also es sind Dinge, die sind alle nicht über Nacht geschehen. Und ich bin froh, als überzeugter Christ, dass engagierte Christen hier an vorderster Stelle stehen. Ich habe gerade ein Buch gelesen von einer engagierten, überzeugten Atheistin bei dieser Thematik, die beklagt, dass sie sich eigentlich an dieser Front gar nicht engagieren kann, ohne mit Christen zusammenzuarbeiten, weil all die Organisationen, wo es um konkrete Hilfe geht, katholisch, evangelisch, evangelikal und Ähnliches mehr sind. Das ist übrigens ganz ähnlich wie beim Thema AIDS. Ja? Da gibt es ein großes Missverhältnis zwischen der weltanschaulichen Zugehörigkeit derer, die AIDS-Galas veranstalten, und derer, die am Bett vom AIDS-Kranken sitzen. Ja, wenn sie nach Afrika und diese Länder gehen und schauen, wer betreut die Betroffenen, ja, da werden sie fast immer einen Katholiken oder einen Evangelikalen vor sich haben. Ja, die katholische Kirche ist da sehr engagiert, allen Unkenrufen zum Trotz, dass sie angeblich oder tatsächlich oder was weiß ich, wegen ihrer Positionen da ein großes Problem verursachen würden. Sie ist vor Ort. Als Vertreter der weltweiten evangelischen Allianz muss ich sagen, als die weltweite Allianz gegründet wurde, gab es folgende Themen, die sie bestimmt haben. Einheit der Christen, immer noch aktuell die erste internationale Bewegung, die gesagt hat, angesichts der Probleme, die wir haben, können unsere theologischen, organisatorischen, was weiß ich was, Unterschiede kein Hinderungsgrund sein, gemeinsam aktiv zu werden. Zweitens, Religionsfreiheit, schon eine Frage der Menschenrechte, übrigens auch damals schon Religionsfreiheit, nicht nur von Christen, sondern von allen, könnte ich lange erzählen. Und der dritte Punkt war, die weltweite evangelische Allianz ist aus der großen Antisklavereibewegung der Evangelikalen geboren worden. Die Evangelikalen in England haben nicht nur den Motor in Gang gesetzt, die Sklaverei zu erfinden, sondern das erfunden, was wir heute moderne Menschenrechtsorganisationen nennen. Wenn Sie sich heute Amnesty anschauen, die machen nach wie vor technisch gesehen fast dasselbe wie die Evangelikalen. Damals eine der ersten ganz großen Aktionen war, einen Tag in der Woche auf Zucker zu verzichten. Der Zucker wurde von Sklaven hergestellt. Es war eine große wirtschaftliche Katastrophe für die, die damit Geschäfte machten. Am Anfang haben ein paar fromme Spinner angefangen, keinen Zucker zu essen. Am Ende, kurz vor der Abschaffung der Sklaverei, schätzt man, dass 80-90% der Engländer bei diesen Aktivitäten zusammen waren. Es gibt einen ehrwürdigen Tag im Parlament, wo die erste Unterschriftenliste der Welt überreicht wurde. William Wilberforce, Mitglied des Parlaments und Vorkämpfer dieser ganzen Geschichte, hat auf einer endlosen Rolle, als wenn es damals schon Guinness Buch der Rekorde gegeben wäre, haben die also Hunderttausende von 300.000 Unterschriften zusammengeklebt. Das gab es noch nie, übrigens überwiegend von Frauen, das gab es auch noch nie, dass die sich so in die Politik eingemischt haben. Und er hat dann von der Galerie oben dieses Ding im Parlament ausgerollt, ist natürlich gleich ausgeschimpft worden, wie heute die Grünen, das machte man damals nicht, macht man wahrscheinlich heute auch noch nicht. Und als dann der ehrwürdige Moment kam, wo nach 40 Jahren Kampf dieser Mann bei der 17. Abstimmung, die er initiiert hatte, zunächst der Sklavenhandel abgeschafft wurde. Es dauerte dann noch ein paar Jahre, bis die Sklaverei selbst abgeschafft wurde. Da wird uns glaubhaft im Protokoll des Parlaments überliefert, dass der inzwischen sehr alt gewordene Mann da sitzt und sich das gesamte
Parlament erhebt und über 20 Minuten geklatscht hat. Und es war ein Mann, der das Feuer von ein paar anderen Christen geweckt hat, die immer neue Initiativen entwickelt haben, das mit dem Zucker und so waren. Ja, alles Initiativen. Was macht man, wenn man keinen politischen Einfluss hat? Ja, was macht man, wenn die Politik nicht hinhört, was bis heute jede Menschenrechtsorganisation macht? Das war das dritte Thema, das ist uns ins Stammbuch geschrieben, das ist keine neue Beschäftigung, das haben wir Christen immer schon gemacht. Und ich habe eben schon die katholische Kirche und AIDS erwähnt, das möchte ich an dieser Stelle auch mal unterstreichen. Manche Leute ziehen vorschnell den Schluss, dass Christen, weil sie bestimmte moralische Maßstäbe haben, zum Beispiel auch im Bereich der Sexualität, deswegen nichts lieber tun, als all den Menschen, die diese Maßstäbe nicht praktizieren, mit Füßen zu treten. Ja, das ist ein ganz großes Missverständnis. Wenn irgendjemand eine klare Sprache hatte, was gut und böse, was falsch und was richtig ist, dann war das Jesus. Und dieser Jesus hat diese Menschen nicht weiter in den Dreck geschoben und gesagt, und ich habe ja gleich gesagt, was ihr macht, ist falsch, und sondern es ist das Umgekehrte, das macht manch einer beim Christentum nicht verstehen, es ist die Mischung aus, auf der einen Seite zu wissen, ja, es gibt Realsünde. Für mich ist Rassismus nicht nur irgendeine Diskriminierung, es ist knallhart, es ist Sünde, es ist etwas, was in unserem bösen Herzen drinsteckt, wenn wir keinen diskriminieren können, dann erfinden wir einen, irgendwen brauchen wir immer. Das ist ein ganz grundsätzliches Problem, nicht nur ein technisches Problem, was man mit ein paar Gesetzen wegbekommt. Aber das ist immer nur die eine Seite. Die andere Seite ist, niemand wartet lieber im Dreck als Menschen, die Jesus Christus nachfolgen. Denken Sie an die Arche in Hamburg, wo also dann im Fernsehen groß kommt so ein frommer Pastor, der da mit den Kindern arbeitet und der auch noch missionarisch tätig ist, der hat bestimmt keine anderen Absichten als. Ja, zunächst mal ist das so, dass er und seine Mitarbeiter mit, ja, ein Teenager kann man noch gar nicht sagen, mit Kindern, die täglich sexuelle Erfahrungen, oft sehr unangenehme Erfahrungen machen, die in einem Umfeld aufwachen, wo es keinerlei Maßstäbe gibt, mit denen reden und sich deren Geschichte anhören. Das ist so ekelhaft, ich kann es euch gar nicht sagen. Aber sie tun es, weil sie wissen, diese Menschen sind zwar in einem Komplott der Sünde verstrickt, da greift eins ins andere und bringt eine fürchterliche Situation hinaus. Aber unsere Aufgabe ist, nicht anderen Menschen zu erzählen, du machst alles falsch, von daher ist eh kein Wunder, ja, wie es dir geht. Sondern uns damit zu solidarisieren, aber auch deutlich zu machen, wer an Jesus Christus glaubt, für den hat die Sünde nicht das letzte Wort. Sondern da gibt es für jeden Menschen einen Weg heraus, sowohl da, wo er selber schuldig geworden ist, als noch viel mehr angesichts von Menschen, die furchtbare Schuld auf sich geladen haben, ihm gegenüber. Und auch damit muss man ja fertig werden. Das wünsche ich mir, dass manch einer, der den christlichen Glauben nicht so gut kennt, ein bisschen besser versteht, dass eine ethische Aussage über bestimmte Dinge für uns noch lange nicht bedeutet, dass wir mit diesen Menschen nichts zu tun haben wollen. Ja? Wenn ich hier an unsere pietistischen Vorväter denke, Blaues Kreuz, ja, keiner war so radikal gegen Alkoholsucht wie sie. Und keiner hat sich mit den Betroffenen so engagiert und sie haben sich so engagiert, dass heute jedes Geschichtsbuch sagt, es sind diese Frommen gewesen, die den Anteil der Alkoholiker in unserem Land statistisch so heruntergefahren haben, dass die Gegenden, in denen das geschehen ist, spürbar einen industriellen Aufschwung erlebt haben, weil Menschen wieder gearbeitet haben, statt zu trinken und ihre Familie zu vernachlässigen. Das gehört für mich beides zusammen. Gerade wer vielleicht intensiver als andere verspürt, dass hier nicht nur ein bisschen was falsch läuft, sondern dass das Böse am Werk ist, der wird sich auch umso mehr engagieren, den Menschen in dieser Situation zu helfen und ihnen den einzigen als Hilfe anzubieten, der gesagt hat, dass wir zwar in dieser Welt Angst haben, aber er die Welt überwunden hat, nämlich Jesus Christus. Danke.